Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Ich habe mich gemeldet, weil ich eine persönliche Erklärung abgeben möchte. Herr Schulze, wenn Sie mir eventuell zuhören könnten. Der Herr Kollege Müller von der AfD hat mich in der Pause als grüne Nazi-Tante tituliert. Und ich empfinde das in justiziabler Form als beleidigend und ich fordere dafür eine Entschuldigung von ihm. Grün bin ich mein halbes Leben oder vielleicht mehr als das. Tante bin ich seit kurzem. Nazi war ich nicht, bin ich nicht, werde ich niemals sein. Und an einem Tag wie heute, dem 27. Januar, dem Tag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch die Alliierten, ist dieser Anwurf mehr als unpassend aus meiner Sicht. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass im Gegensatz zu ihm ich mich nicht an nicht genehmigten Demonstrationen beteilige, die der Corona-Schutzverordnung widersprechen und wo er seit an seit mit gewaltbereiten Rechtsradikalen durch unsere Stadt geht und unseren Rechtsstaat und unsere Stadt verächtlich macht. Vielen Dank.